Als junger Mann erlernte Fritz Graul in der westfälischen Stadt Altena das Drahtzieherhandwerk. Die Technik, aus Metallstücken Drähte verschiedener Stärke herzustellen, ist etwa 4000 Jahre alt. Eine der elementarsten Erfindungen der Menschheit. Denn es gibt kaum einen Bereich des täglichen Lebens, in dem Draht nicht eine wichtige Rolle spielt. Aus Draht ist das Seil des Zirkusartisten. Die Sprungfeder eines Sofas ist aus Draht. Dass sie eine Treppe hinaufgehen kann, ist allerdings übertrieben. Drähte bewegen Marionetten, daher der Ausdruck Drahtzieher für Akteure im Verborgenen. Einige verbringen ihr Leben hinter Draht. Draht hält ein Gebiss zusammen. Aus Draht sind Stricknadeln. Die Speichen eines Motorrades. Die Kugeln eines Kugellagers werden aus kleinen Drahtabschnitten rund geformt. Haken, Ösen, Reißverschlüsse sind aus Draht. Ohne Draht keine Klingel, kein Computer, keine Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität. Kurz, kein technisches Zeitalter. Nachdem ich am Anfang meiner Lehrzeit erstmal mehrere Tage Nebenarbeiten machen musste, kam ich dann auch mal an das Hohl aufstellen. Ein Hohl, diese Hohle befinden sich in diesen Zieheisen und ein Hohl, das ist ein trichterförmiges Loch. Da geht der Draht dick rein und kommt dünner und länger wieder heraus. Dann fädelte man ihn hier ein. Er guckte so etwas da durch, zog ihn mit dieser Zange, knippte ihn ein wenig und stieß sich mit den Füßen unten ab und zog den Draht erstmal ein Stück mit Körperkraft ein. Das Drahtziehen nur mit der Körperkraft, wie es vor Jahrtausenden erfunden wurde, gab es in Altena für bestimmte Drahtsorten und vorbereitende Arbeitsgänge noch bis in die 50er Jahre unseres Jahrhunderts. Aber natürlich kamen auch in der Geschichte des Drahthandwerks die klassischen neuen Energien hinzu. Ab dem 13. Jahrhundert die Wasserkraft, im 19. Jahrhundert die Dampfkraft, dann die Elektrizität. Doch die grundsätzliche Methode ist auch beim modernen Maschinendrahtzug die gleiche geblieben. Der Draht wird angespitzt, damit er in das dünnere Loch des Ziehsteins passt. Ausgangsmaterial ist immer der dicke Walzdraht, der aus den Eisenwerken kommt. Hier wird er nun so oft gezogen, also dünner und länger gemacht, bis er den gewünschten Durchmesser hat. Damit der Draht besser durch das enge Loch des Ziehsteins gleitet, läuft er vorher durch ein seifenartiges Schmiermittel. Die Ziehtrommel wickelt den verdünnten Draht auf und fertig ist der erste Zug, der sogenannte Grobzug. Schon im frühen Mittelalter wurde Altena zu einer Metropole des Eisenhandwerks. Die Berge ringsum waren reich an Erz, und die Wälder lieferten das nötige Holz für die Schmelze. Fast noch wichtiger für die wirtschaftliche Entwicklung aber waren die vielen kleinen Wasserläufe aus den Bergen, die mit Hilfe von Wehren und Sammelteichen die Ausnutzung der Wasserkraft ermöglichten. Mit wasserradgetriebenen Gebläsen konnte man das besonders zähe und dehnbare Osemundeisen ausschmelzen, das ideal für die Drahtherstellung war. So ist die Ansiedlung zahlreicher ebenfalls mit Wasserkraft betriebener Drahtziehereien nur logisch.
Ein Wasserrad betreibt auch diese Drahtrolle aus dem 17. Jahrhundert, die sogenannte Pfeffermühle. Die einzelnen Ziehbänke gehörten verschiedenen Eigentümern, die sich zu einer Kapitalgemeinschaft zusammengeschlossen hatten und sich hier von Arbeitern Draht anfertigen ließen. Durch die Schmiertüte mit dem Ziehmittel wird der angespitzte Draht in das Loch des Zieheisens eingezogen und anschließend an der Ziehtrommel befestigt. Ein Tritt auf die Kupplung und die unterirdische Welle, die mit dem Wasserrad draußen verbunden ist, setzt den Drahtzug in Bewegung. Besonders empfindliche Drähte wurden auf diese uralte Weise noch bis 1945 gezogen. Spezielle Drahtsorten machte man durch Räuchern in qualmendem Buchenholz gleitfähiger. Durch mehrfaches Ziehen wird der Draht spröde, er muss geglüht werden. Um die dabei entstehende Oxidschicht zu entfernen, ließ man die Drahtringe auf der Polterbank aufeinanderschlagen und fügte Kalk hinzu, damit kein Rost entsteht. Das Aufblühen der Drahtindustrie im Mittelalter bedingte gleichzeitig den Untergang einer anderen wichtigen Erwerbsart, der Fischerei. Wanderfische wie Aale und Lachse konnten die vielen Staustufen für die Wasserräder nicht überwinden und verschwanden. Den Grafen von Altena war das Drahthandwerk so wichtig, dass sie zu seinem Schutz im 12. Jahrhundert eine Burg erbauten. Denn Draht brauchte man für militärische Zwecke. Panzerhemden zum Beispiel wurden aus Hunderten von Drahtringen hergestellt. Das in Altena erfundene Osemundeisen eignete sich ideal für Schwerter wegen seiner großen Elastizität. Die Griffe wurden mit Draht umwickelt für den besseren Halt, manche sogar mit Golddraht. Für die kostspieligeren Rüstungen waren die Goldschmiede zuständig. Und seit jeher benutzen sie die gleichen Techniken wie die Drahtzieher. Der erhitzte Silberdraht wird in einem kleinen Zieheisen mit verschieden großen Löchern so lange gezogen, bis er die gewünschte Stärke hat und in das Schmuckstück hineinpasst. Überhaupt wären viele Formen des Kunsthandwerks ohne Draht gar nicht denkbar. Wertvolle Brokatstoffe zum Beispiel sind mit feinsten Silber- oder Golddrähten durchwirkt. Auch der sakrale Glanz eines Altartuches ist aus Draht. In der Burg Altena wurde entsprechend der Bedeutung der Drahtindustrie für die ganze Region 1965 das erste und bislang einzige Drahtmuseum der Welt eingerichtet. Zieheisen aus dem Römischen Reich und aus Afrika sind hier zu besichtigen. Und natürlich auch die Ziehsteine, die heute in Gebrauch sind. Mit dem Schaukelzug zeigt der Klosterbruder eine der frühesten Drahtziehtechniken überhaupt. Und die Schaukel, die hat aber verschiedene Vorzüge. Einmal, dass sie einem die Möglichkeit gab, mit dem ganzen Körpergewicht den Draht einzuziehen. Auf der anderen Seite war es aber auch oft so, dass der Draht hier im Eisen riss. Und dann gab das jedes Mal einen Ruck nach hinten. Hätte man da auf einem Stuhl oder auf einer Bank gesessen, hätte man hinten auf dem Kreuz gelegen. Bei dieser Schaukel war das ganz einfach. Der Draht, der riss. Man ging nach hinten und kam schön wieder nach vorne, ohne dass einem irgendetwas passiert war. Auch beim späteren Bankzieher blieb das Problem der Kneifstellen, die die Zange bei jedem Ziehansatz auf dem Draht hinterließ. Die Erfindung der Ziehwinde vermied diesen Zangenbiss. Leonardo da Vinci erfand diesen wassergetriebenen Drahtzug, der dem Drahtzieher die Kraftanstrengung abnahm, weil die Zange nun vom Wasserrad gezogen wurde. So sah Albrecht Dürer um 1500 eine Drahtzieherei von außen.
ging es so zu. Ein Schmied spaltete die aus der Schmelze gewonnenen Eisenknüppel in möglichst dünne Stangen und hämmerte sie rund. Diese kamen auf die wassergetriebenen Bankzögersbänke, die durch ein Hebelsystem den Drahtzug mit der Zange automatisch besorgten. Sie konnten von Frauen bedient werden, denn Kraft war nicht mehr nötig. Zu guter Letzt wurde der fertige Draht eingehend geprüft. Abgeholzte Wälder um den Burgberg von Altena waren die deutlichen Spuren der Eisengewinnung. König Friedrich I. von Preußen, der solche Zeichnungen von wichtigen Industriestandorten anfertigen ließ, drang auf Rodungsbeschränkungen. Ohne dies machten ab 1800 neue Schmelzverfahren Holzkohle überflüssig und so konnten die Bäume wieder wachsen. Von der Burg aus sieht man links den Ansatz des Nettetals, wo heute hauptsächlich die Industrie angesiedelt ist, und rechts das Flusstal der Lenne, das heutige Zentrum der Stadt. Die reichen Fabrikanten haben sich hier am Berghang mit Blick auf die Lenne ihre Villen gebaut. Darunter schachteln sich wegen der Platznot ehemalige Handwerker- und Fischerhäuser auf engstem Raum. Entlang des Flusses Nette lagen die alten Eisenschmieden und Drahtziehereien verbunden mit den Wohnstätten der Handwerker. Die notwendigen Erweiterungsbauten im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung haben den Fluss ganz unter sich begraben und das Tal vollständig ausgefüllt. Geblieben aber ist das Nebeneinander von Fabriken und Wohnhäusern, von Leben und Arbeiten an einem Ort. Draht, wohin man blickt. Um ihn dreht sich hier alles. Über 2/3 der Betriebe und Beschäftigten in Altena leben von seiner Herstellung und Weiterverarbeitung. Über 80% der gesamten Drahtproduktion der Bundesrepublik werden hier und in nächster Umgebung erzeugt. Den oberen Stock einer kleinen Fabrik, die aus Draht Schrauben herstellt, hat ihr Besitzer einer Künstlerin als Atelier überlassen. Vielleicht tut er es, weil sich ihre Arbeit auch auf seine bezieht, aber er spricht nicht darüber. Daniela Braun kombiniert nämlich ausrangierte Eisenteile aus Fabriken mit bearbeiteten Steinen. Schizophrenie heißt eine solcher Objekte, die vom Gegensatz der Materialien leben. Eisenverarbeitung im Zusammenhang mit Stein ist für mich eine spannende Geschichte, weil es meinen Inhalten entspricht, Gegensätze darzustellen, Widerstände stehen zu lassen, aber letztendlich auch wieder aufzuheben in einer Harmonie. Und da arbeite ich vor allen Dingen gerne auch mit Steinen, jetzt zum Beispiel wie diesen schwarzen Diabas, der auch Eisenanteile hat. Und deswegen kommt dann auch so eine Kombination zustande, dass ich zum Beispiel ein gefundenes Maschinenteil hier aus einer ganz kleinen Firma, bei der ich regelmäßig den Schrott durchsuche, das gefunden habe und das dann als Sockel verwandt habe für dieses Tele. Daniela Brauns Skulpturen drücken etwas Einsames, in sich gekehrtes aus. Einen Frauenakt nennt sie »Fürchte dich nicht«. Hat das mit den Menschen und ihrer Umgebung zu tun? Die Art der Landschaft und der Menschen, die hier sind, inspiriert mich sehr oft dazu, Einzelwesen darzustellen. Einzelne Figuren, ohne Zusammenhang, frei im Raum stehend, die scheinbar keine Anknüpfung zu anderen Figuren haben. So also auch wie bei dieser Stele frei im Raum stehen, zwar ein Sockel, aber letztendlich überhaupt keine Kontaktaufnahme oder Bereiche, die nach außen in den Raum hineingehen. Und das hat den Grund, dass ich manchmal Menschen hier auch als Einzelwesen sehr oft begreife, wie sie losgelöst von ihrem Umfeld einfach ihr Leben leben und auch wenig Kontakt aufnehmen, sehr in sich begründet sind, sehr einzeln sind. Vereinzelung. In der Tat, dem Besucher bieten sich immer wieder solche Bilder. Eigentlich verwunderlich in einer Stadt von nur 25.000 Einwohnern und einer gemeinsamen Handwerksgeschichte. Die moderne Industrialisierung mit ihren Großbetrieben und ihrem Spezialistentum mag die Ursache sein. Aber im Verborgenen gibt es auch einen Gemeinschaftssinn und der hat seine Geschichte. Die räumliche Enge Altenas begrenzte seit jeher die Expansionsmöglichkeiten der Drahtindustrie. Sie konnte sich gegen auswärtige Konkurrenz nur durch spezielle Techniken, durch ihr Know-how behaupten.
Schon im Mittelalter musste daher jeder Drahtzieher den Eid leisten, niemals die Geheimnisse der Drahtherstellung an eine andere Stadt zu verraten oder außerhalb von Altena zu arbeiten. Später wurde daraus die moralische Verpflichtung zur Gemeinschaft im Betrieb. So jedenfalls versteht Fritz Graul ein Erlebnis aus der Lehrlingszeit. Als ich es morgens an meinem Arbeitsplatz stand und wusste noch nicht so recht, was ich tun sollte, da ging der Chef durch den Betrieb. Und da kam er zu mir und da sagte, hör mal, weißt du auch, was das Wichtigste im Leben ist? Ich hatte keine Ahnung, was der wollte, nicht? Ich überlegte einen Moment, nein, sag ich, das weiß ich nicht. Ja, sagte, dass man fromm und gottesfürchtig ist. Und dann ging er wieder weiter. Zur Zeit der Zunftordnung um 1700 landeten Eidbrecher im Burggefängnis. Der Film einer Laienspielgruppe erinnert daran. Ich, Albrecht Dorkamp, schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, einen leiblichen Eid, dass ich das Drahtzieherhandwerk nicht außer Landes bringen werde. Dass ich das Drahtzieherhandwerk nicht außer Landes bringen werde, so wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium. Zunftherren nahmen den Eid ab, aber auch der Magistrat der Stadt. Umso tiefer saß er im Bewusstsein. Der gezogene Draht musste der Zunftgemeinschaft, dem Drahtstapel, verkauft werden. Er garantierte feste, aber viel zu geringe Preise. Was die Not der Absatzkrise lindern sollte, wurde zur Fessel. So flüchteten einige Drahtzieher vor den strengen Zunftgesetzen und entgegen dem Eid, sich außerhalb von Altena eine Existenz zu suchen. Einen Drahtzieher packt die Reue, er kehrt zurück nach Altena. Der andere wird Herr einer eigenen Drahtzieherei in der Stadt Münster. Es ist ein herrliches Gefühl, frei zu sein. Aber wie lange noch? Die Soldaten des Magistrats von Altena haben ihn schon aufgespürt. Altena erwartet ihn zur Abschreckung für Nachahmer ein hartes Strafgericht. Krisenzeiten gab es immer wieder für Drahtzieher, vor allem für die nicht selbstständigen Arbeiter. Aber in unserem Jahrhundert lebten sie recht gut. Den Drahtziehern hat es eigentlich verhältnismäßig nicht so schlecht gegangen. Außer wenn im Sommer Wasserknappheit da war und sich die Wasserräder nicht drehten. Aber sie hatten so viel, dass sie ein kleines Häuschen hatten, mit einem Garten dahinter, vielleicht eine Ziege. So viel hatten sie. Fischfang und Gartenanbau zur Selbstversorgung und Erholung. Diese Häuser wurden den Arbeitern um 1870 mit Krediten und Zuschüssen von ihrer Firma finanziert. Initiator war Firmenchef Gustav Selve, Miterbauer des Luftschiffs Graf Zeppelin. Er sorgte auch für Arbeitersanatorien und Kindergärten. Verglichen mit der Direktorenvilla, mit ihren Bruchsteinmauern und Fachwerkgeschossen, wirken die Arbeiterhäuser wie ihre kleinen Ableger. Als wollte ein Firmenkonzern Familiensinn demonstrieren, der doch durch den Aufkauf kleinerer Familienbetriebe erst entstanden war. Arnold Rump ist der Urenkel eines kleinen Drahtziehers, dem der Sprung zur Fabrikgründung gelang. Unser Firmengründer, Herr Arnold Rump, der 1876 unser Unternehmen begründete, und zwar war dieses das Stammwerk, die Mettwurstrolle, ein wassergetriebenes kleines Werk. Auch er war ursprünglich Drahtzieher, bevor er Firmengründer wurde. Und er hat ein wenig Geld gespart gehabt und hat den Mut gehabt, auch Schulden aufzunehmen.
Die Altenaer Drahtzieher lebten jahrhundertelang sehr karg und ärmlich. Aus der kleinen wassergetriebenen Drahtrolle ist heute ein mittelständischer Betrieb geworden, der die Not der Enge im Nettetal zu seiner Tugend machte. Statt auf stetige Vergrößerung von Fabrik und Produktion setzte man schon früh auf Qualität. Hochwertige Stahldrähte, wie man sie für Seile, Nadeln oder Kugellager braucht, sind hier die Spezialität. Betriebskapital ist das Wissen über die Behandlung der Drähte, das sich über Generationen angesammelt hat. Die Drahtzieher arbeiten nicht in einer Produktionsstraße, sondern jeder hat in der Regel drei Maschinen unter sich, an denen er selbstständig und eigenverantwortlich arbeitet. Es ist zum Beispiel seine Entscheidung, ob der Draht zum Ziehen richtig vorbehandelt wurde oder ob die zeitraubende Prozedur noch einmal zu geschehen hat. Die hierzu nötigen Techniken modernisiert oder rationalisiert die Firma Rump nicht um jeden Preis. Altbewährtes wird oft beibehalten, auch wenn es arbeitsaufwendig ist. So ist die alte Polterwäsche heute eine Rarität. Die beim Drahtglühen entstandene Oxidschicht wird in Salzsäure aufgeweicht und abgeschlagen. Damit nicht sofort Rost ansetzt, wird Kalbmilch zugeschüttet. Seit jeher eine unangenehme Arbeit. Man brauchte bloß den kleinsten Ritz sich mal zuzufügen. Am Finger oder in der Hand. Dadurch, dass man viel mit Kalk in Berührung kam, da gab das Entzündungen. Man sagte dazu Kalklöcher. Und die heilten sehr, sehr schwer. Und man hatte eigentlich oft oder sogar meistens Finger, die doch sehr beschädigt waren. Die historische Polterbank mit ihrer Handbedienung wird nur noch für die feinste Wäsche vor dem letzten Drahtzug benutzt. Zwischen den vorhergehenden Ziehvorgängen und dem anschließenden Glühen, damit der Draht elastisch bleibt, besorgt die Beizerei das notwendige Säubern. Hier wird die Oxidschicht, der Zunder, in heißem Kaliumpermanganat weichgekocht. Bleibt nur etwas Zunder auf dem Draht, würde er sofort die Ziehsteine zerstören. Dann wird der Draht in Salzsäure gewaschen und in Phosphat- oder Kalkbädern für den nächsten Zug vorbereitet. Die Mixturen dieser Hexenküche bestimmen die Eigenschaften des fertigen Drahtes. Sie sind eine Geheimwissenschaft, die sich der Beizer in jahrelanger Erfahrung angeeignet hat. Die verbrauchten Beizen verschmutzten früher die Gewässer und töteten dort alles Leben. Heute reinigen Säurerückgewinnungsanlagen innerhalb der Drahtfabriken und ein gemeinschaftlich betriebenes Klärwerk die Beizabwässer so vollständig, dass in der Umgebung von Altena wieder gefahrlos gefischt werden kann. Die Anstrengungen der Drahtindustrie bei der Entsorgung ihrer Abwässer waren auch bitter nötig, denn es sind noch mehr Gifte im Spiel. Zum Beispiel werden bestimmte Drähte in Kupfervitriol getaucht. Der verkupferte Draht wird durch das Zieheisen eingezogen und man sieht, der Arbeitsvorgang ist auch in einer heutigen Fabrik im Wesentlichen nicht anders als in einer mittelalterlichen Drahtrolle. Die Zusammensetzung der Ziehflüssigkeit in den Holzfässern ist seit jeher Legende. Neben Kupfervitriol wurde Rindertalg, Schwefelblüte, Altbier, oft auch menschlicher Urin beigemischt. Es bleibt das Geheimnis des Kupferdrahtziehers, durch welches Gebräu er erreicht, dass der Draht durch das enge Ziehloch gleitet und trotzdem seinen Kupferüberzug behält. Die Klinke hatte eine zweifache Bedeutung. Einmal konnte man damit messen, wie dick das der Draht war. Natürlich nicht auf ein Hundertstel, aber auf ein Zehntel Millimeter konnte man ganz gut messen. Und dann konnte man noch damit feststellen, ob der Draht rund war. Man legte den Draht hier in diese Spalte und drehte hin und her. Und wenn der Draht nicht klemmte, dann war er schön rund.
Wird der Draht zu dick oder bekommt er Rillen, muss der moderne Ziehstein, da er nur ein Loch hat, ausgewechselt werden und kommt in die Ziehsteinwerkstätte. Hier werden die Ziehlöcher der wertvollen Steine mit ihrem Kern aus harten Chromstahllegierungen wieder rundpoliert oder für den nächstgrößeren Ziehdurchmesser aufgebohrt zur Weiterverwendung. Großes Fingerspitzengefühl ist dazu nötig, denn bei diesen winzigen Abweichungen ist nicht alles messbar. Im Labor nebenan wird der Draht chemisch untersucht und seine Molekularstruktur geprüft. Die ständig steigenden Qualitätsansprüche der Drahtkunden erfordern lernfähige Mitarbeiter. So sieht es Firmenchef Arnold Rump. Wir müssen im starken Maße darauf achten, dass aus den früher handwerklich orientierten Drahtziehern hochqualifizierte Fachleute werden, die mit der Technik mitmarschieren, die intelligente Technik beherrschen lernen. Dann haben wir die Chance, mit einer intelligenten Mitarbeiterschaft, mit einer intelligenten Technik die Zukunft gut zu überstehen und zu meistern. Ob der hergestellte Draht tatsächlich konkurrenzfähig ist, entscheidet immer der Kunde, der ihn weiterverarbeitet. Hier werden von einer Drahtrolle Teile abgeschnitten und am Ende zu einem Griff gebogen. Im zweiten Arbeitsgang wird das andere Ende zu einer scharfen Schneide plattgestanzt. Der verwendete Draht muss also sowohl biegsam wie auch hart sein. Zwei so entstandene Teile werden zusammengenietet und fertig ist die Schere aus Draht. Bei dem Ausgangsmaterial hierfür ist das ganz bestimmte Verhältnis von Verformbarkeit und Festigkeit gefragt. Zerreißfest müssen Drahtseile und die hauchdünnen Drahtfilter sein. Maschinenstricknadeln benötigen äußerst stabilen Draht. Schmiegsamen die Kugeln der Kugelschreiber. Die Liste der Anforderungen ist endlos. Eine Stadt, die so sehr vom Know-how einer Produktion lebt, muss für Lernmöglichkeiten sorgen. Kein Wunder, dass Altena vor 125 Jahren eine der ersten Volksbibliotheken erbaute und die heilige Katharina von Alexandria wegen ihrer Gelehrsamkeit die Schutzpatronin der Stadt ist. In der Burg Holzbrink, dem Stadtpalais eines bürgerlichen Anwalts aus dem 17. Jahrhundert, findet zumeist das Kulturleben Altenas statt. Maler, die für die Stadt wichtig geworden sind, wie der 1980 verstorbene Heinz Schönfeld, werden hier durch Dauerausstellungen geehrt. Einen Saal der Burg Altena hat Joachim Böhmer 1955 im Auftrag der Stadt nach Art der mittelalterlichen Wandgobelins ausgemalt. Der Künstler als angeketteter Affe der Gesellschaft. So lautet der bissige Selbstkommentar. Aber mit der Parabel der Stärkere frisst den Schwächeren, der Vogel die Schlange und die Ratte hat er es der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft zurückgezahlt, unter der dieser melancholische Künstlernarr wohl gelitten haben mag. Den Kunstförderverein Werkstatt Altena gibt es seit 1976. Seine Mitglieder hatten die Idee, auswärtige Künstler zu einem Bildhauersymposion einzuladen. Mit der Hilfe von Altenaer Werkstätten sollten sie Plastiken für öffentliche Orte in der Stadt erstellen. Der Düsseldorfer Till Hausmann war einer von ihnen. Die Arbeiter der Kesselschmiede Pilling halfen tatkräftig mit. Vielleicht wegen der Abwechslung oder weil sie sahen, dass Kunst eben auch Arbeit macht. Die Klinke, mit der der Drahtzieher prüft, ob seine Arbeit gelungen ist, also das charakteristische Handwerkszeug Altenas, inspirierte einen anderen Künstler. Günther Schirmer, ebenfalls aus Düsseldorf, ließ seinen Entwurf vom computergesteuerten Schneidbrenner aus einer dicken Stahlplatte herausmodellieren. Wie unter Kollegen löste man die ungewohnten technischen Probleme. Sinn und Zweck der Übung sollten andere beurteilen. Nach 5 Wochen waren die Gemeinschaftsarbeiten von Künstlern und Handwerkern fertig und wurden der neugierigen Öffentlichkeit präsentiert. Das ist eine Kunst. Kunst ist das. Was das bedeutet, kann ich dir nicht sagen.
Tja, was soll es bedeuten? Eine gewisse Ratlosigkeit machte sich breit und entwickelte sich langsam zur Skepsis. Dabei müsste das Motiv der Drahtklinke doch vertraut sein. Und ganz schöne Durchblicke auf das Fußgängerzentrum gibt die Plastik her, auch ohne die Frage nach Kunst und tieferer Bedeutung. Kinder haben es da leichter. Sie müssen nicht über den Sinn von Kunst nachgrübeln. Sie nehmen sie ganz einfach in Besitz und spielen mit ihr. Die Erwachsenen aber zucken mit den Schultern und zweifeln immer mehr. Während sich eine Dame noch sehr gewissenhaft um das andere, etwas vogelartige Kunstwerk bemüht, hat der Volksmund schon eine Bezeichnung gefunden. Wegweiser zu Plaza, womit ein Kaufhaus gemeint ist. Der Künstler Till Hausmann resümiert. Also ich glaube, erstmal werden sie es schwer haben, damit zu leben, weil sie es nicht gewöhnt sind. Man ist eine andere Art von Kunst gewöhnt hier. Man hat es nicht gelernt und insofern ist das vielleicht für Altena hier sowas wie ein Pilotprojekt. Vielleicht hat es auch der moderne Kunstbetrieb hier nicht so leicht, weil man in ganz anderen Traditionen lebt. Leute, die durch Jahrhunderte von einem beherrschenden Gewerbe geprägt worden sind, leben gewiss in anderen Fantasien als die Künstler von der Akademie. Die Geschichte der Drahtzieherei mit ihren Erfolgen und Krisen, ihren Legenden und Anekdoten ist allgegenwärtig. Und man ist stolz auf sie, wie das Drahtzieher-Ehepaar aus dem Jahre 1850. Die Spuren dieser Geschichte, die alten Drahtrollen mit ihren Wasserrädern, gehören genauso zu den Bildern, die sich einem in Altena einprägen, wie das Gesicht der Industrielandschaft, die sich heute durch das Nettetal zieht. Es sind Bilder, die nichts mit Kunst zu tun haben, dafür aber mit der gelebten Kultur einer Stadt und ihrer Menschen. Volkslegenden gehören dazu und einem ihrer Helden hat man in Altena ein Denkmal gesetzt. Pott Joost war ein reisender Händler, der Töpfe aus Porzellan verkaufte. Eines Tages stürzte er so unglücklich, dass alle seine Waren zerbrachen. Aus Mitleid schenkte man dem Arm gewordenen Reste von gezogenem Draht. In seiner Not band er die Töpfe mit ihm wieder zusammen und wurde so der Urheber einer Idee, die bald um die ganze Welt ging, das kostbare Porzellan gleich mit einem Drahtgeflecht zu schützen. Dies wiederum brachte den Drahtziehern große Aufträge. Wie überhaupt die Geschichte zeige, dass durch einen einzigen Fall ein Kaufmann zum Bettler werden und ein Armer wiederum den Reichtum einer ganzen Stadt vermehren kann. Fritz Graul hat das Drahthandwerk in den 20er Jahren gelernt, als die Betriebe noch kleiner und überschaubarer waren, als ein Drahtzieher noch selber alle Arbeitsvorgänge verrichten musste, die heute verschiedene Abteilungen übernehmen. Würde er, wenn er die Entwicklung sieht, noch einmal denselben Beruf ergreifen? Wenn ich noch mal so jung wäre, unter denselben Voraussetzungen wie damals, glaube ich wohl, dass ich die Frage bejahen kann. Denn ich hatte damals Kräfte genug dazu, wenn die Arbeit auch schwer war. Und man hatte die Aussicht, einen einigermaßen guten Verdienst zu haben. Heute haben es die Drahtzieher körperlich auf jeden Fall leichter als wie wir damals. Und das Risiko, etwas falsch zu machen, das besteht heute kaum noch, weil ja heute alles maschinell geht und alles computermäßig gesteuert wird.